Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Singing City. Und ich glaube, ich habe endlich das passende oder letzte passende Stück gefunden, weil das habe ich komplett übersehen gehabt. Ich habe auch nochmal in der Aufnahme geguckt gehabt. Ich habe bloß die Tasche genommen, aber nicht das Stück. Also ich hoffe mal, das ist das letzte Stück, was mir hier noch fehlt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Falls nicht sein sollte, dann muss ich wahrscheinlich einen Cut machen und dann nochmal suchen, weil ansonsten suchen wir uns hier echt einen Wolf. So viel Blut. Könnte Monster angelockt haben. Oder in diesem Fall einen Tiger. Bitte? Natürlich nicht. Okay, es war nicht das Rätsels Lösung. Ich dachte eigentlich schon, er hat zwar gesagt, hier von hier aus könnte er vielleicht die Tiger sehen können, aber ich meine, die Kutte hatten wir schon. Das hatten Claude und seine Freunde also vor. Ach, es ist doch zum... Oh! Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ich wollte jetzt gerade schon einen Cut machen, aber stimmt. Hier war ja noch das Gespubel, von dem ich eigentlich ausgegangen bin. Komm schon. Sie werden jeden Moment hier sein. Okay, das ist anscheinend Claude. Ich hoffe, dieses Mal erwischt mich die Polizei nicht. Okay, 1, 2. Bringt sie hierher, Junge. Vor uns liegt ein langer Tag. Es ist der Tiger! Lauft um euer Leben! Was ist hier passiert? Oder ist das die Eins? Boah. Ich muss mal gucken. Ist ja schön mit ausprobieren. Also, hier hat er auf jeden Fall zuerst geklaut. Sie werden jeden Moment hier sein. Ich hoffe, dieses Mal erwischt mich die Polizei nicht. Bringt sie hierher, Jungs. Vor uns... Es ist der Tiger! Lauft um euer Leben! Oder warte mal. Vielleicht zuerst das. Bringt sie hierher, Jungs. Vor uns liegt ein langer Tag. Auch noch Sinn machen, dann es jagt er die Tiger. Raus. Lauft um euer Leben. Also, dass er bloß so getan hat, als ob, weißt du? Dann hochgegangen. Ich hoffe, dieses Mal erwischt mich die Polizei nicht. Komm schon. Sie werden jeden Moment hier sein. Nee. Oh. Ich hoffe, dieses Mal erwischt mich die Polizei nicht. Komm schon. Sie werden jeden Moment hier sein. Schwierig. Könnte vielleicht doch bloß daran liegen, dass ich gerade voll gefressen bin. Ich hatte mega Hunger. Es ist der Tiger! Lauft um euer Leben! Jemand hat das Schloss zum Büro geknackt und sich dann dort versteckt. Dann hat derjenige die Clansmänner verjagt, indem er das Gebrüll eines Tigers nachgeahmt hat. Okay. Warum habe ich jetzt noch... Warte mal. Ich kann auch gar nicht mehr machen. Ich habe wieder einen Wissenspunkt, das ist sehr schön, aber hier ist... Nein, warte mal. Oder habe ich wirklich ins Vergessen noch? Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Ja, schön. Schön. So, warte. Muss ich jetzt nochmal zu ihm zurück und ihm das erklären? Hallo. So, okay. Ah, nee. Ich weiß, dass er Angst hatte, wieder von der Polizei erwischt zu werden. Heißt also für mich jetzt ab zu den Bullen. Sollen wir mal gucken, wobei ich... Krankenhaus. Warte, da die Schnellreise hier gleich in der Nähe ist. Hä? Ach nee, warte mal, das hol das mal weg. Ja, dann eben auf der anderen Seite. Ja, ich nutze doch mal jetzt hier die Schnellreise. Ist ja nicht so wie bei der Irrenanstalt. Wo es eh nicht gegangen wäre. Aber nur gut. Also zu den Bullen rausfinden, wo der ist. Und schätze mal, dann trotzdem wieder zur Irrenanstalt ihm erklären, was passiert ist. Dass er verarscht wurde. Und, dass er uns dann weiterhilft. Aber, um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt eigentlich schon wieder vergessen, was das mit der Schlagzeile auf sich hat. Was war das hier? Achso, das war der Chronicle. Das wird noch gelb sein, weil wir da, wie gesagt, noch eine Nebenaufgabe kriegen werden. Soweit ich das verstanden habe. Muss natürlich auch nicht so sein. Problematisch ist ja, es
war ja auch schon das, was ich gelesen habe, falsch. Und es war zwar auf Englisch, aber ein bisschen Englisch kann ich ja jetzt auch. Dass da halt wirklich stand, was zuerst abgeschlossen werden sollte, Main. Und das ist halt für mich die Hauptaufgabe. Aber, na gut, ist ja auch nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich damit bloß sagen, man sollte vielleicht nicht unbedingt alles glauben, was da geschrieben steht. Auf Reddit, deswegen, oder generell. Wo das grüne Licht, ich weiß nicht. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass das grüne Licht mit den Monolithen zu tun hat, aber ich kann mich da auch stark drin. So, guten Tag, Mister. Ich brauche mir mal kurz hier Ihr Settlage aus. Genau. Dann müsste das Verdächtiger sein. Verbrechen, weiß ich nicht. So, jemand knackt das Schloss, dann versteckt er sich. Wenn ich diesen Kerl für die Zeitung interviewen will. Ah, für die. Ach, okay, gut. Ich weiß, dass er Angst hatte, wieder von der Polizei erwischt zu werden. Ich schätze mal Bagatelldelikt. Tada! Okay, Michael Robertson. Sehr schön. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Also wenn man sich die Dinger auch genau durchliest und daraus seine Schlüsse zieht, kommt man, glaube ich, sogar eher ans Ziel, wie das, was ich zwischenzeitlich mal probiert habe mit dem Ausprobieren einfach bloß. Obwohl das halt auch geht. Es dauert halt bloß wesentlich länger. So, Coverside Süd. Dairy Lane. Dairy Lane? Das ja, das ist Dairy Lane. Zwischen Roosevelt und Lincoln vielleicht? Jo. Also beim Krankenhaus. Spare ich da Zeit? Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich nicht wirklich. Weißt du, wäre ja schön, wenn zwischen die Schnellreisepunkte, die jetzt zum Beispiel nah beieinander liegen, wie es jetzt hier zum Beispiel... Ziemlich verarschen? Ich will hier hinreisen. Entschuldigung. Wie es zum Beispiel jetzt hier ist, das ist ja bloß eine relativ kurze Strecke. Würde es mich mal freuen, wenn zum Beispiel da die Ladebildschirme kürzer werden, weißt du? Wenn das halt wirklich so sein soll, dass ja immer die komplette Welt neu geladen werden soll, auch in den Gebieten, wo wir halt so oder so nicht hinkommen. Weiß nicht. Finde ich nicht schön. Ich weiß aber auch nicht, ob das so sein muss. Weil, wie gesagt, bei GTA oder sowas, was auch relativ große Welten hat, oder halt auch so eine großen Welten, da... weiß ich nicht, da hatte ich... Also ich kann mich jetzt nicht an GTA 5 erinnern, weil das ist das einzige GTA, was ich bisher gespielt habe, was ich nie durchgespielt habe. Weil irgendwie, es hat mir halt irgendwas gefehlt. Es soll aber auf jeden Fall eigentlich auch noch irgendwann auf dem Kanal kommen, zumindest die Story. Das wird halt auch wieder lange dauern. Aber... Ja, ich möchte halt auch gerne mich erstmal auch auf neuere Spiele und so und in diese Sachen konzentrieren. Deswegen mal gucken, aber bei den alten GTAs war es zum Beispiel auch so gewesen, dass du, was ich wie bei San Andreas, hast du halt vier verschiedene, ich glaube waren es vier oder drei Stadtteile. Und die wurden dann halt bloß, wenn du in den Stadtteil gekommen bist, geladen und dann war es das. Da hast du halt nicht die ganze Zeit, aber da hast du auch keine Schnellreisepunkte gehabt. Also, ja, weiß ich nicht. So, einmal das weg. Kriege ich das überhaupt weg? Nö, wollte wahrscheinlich Schlüssel. Uah! Alter! Kann ich den durch die Tür eckig raus erschießen? Ja, da ist ja noch einer, Alter! Okay, er kann mich aber durch die Tür anscheinend nicht sehen. Uah! Schreckt mich doch nicht so, ihr Säcke. So, lasst den Jungen in Ruhe. Ich weiß, dass euch todlangweilig ist, weil ihr euch hier verstecken müsst, aber lasst den Jungen nebenan in Ruhe. Er hat uns immerhin vor den Wildbeestern gewarnt, die unten diesen komischen Geräusche machen. Außerdem hat die Polizei ihn im Auge, also haltet euch zurück und hört mit euren dämlichen Kindereien auf, sonst fliegt ihr noch auf. Verstanden? Okay, der scheint echt langweilig gewesen zu sein. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen erschossen, den ich interviewen muss, aber das wäre eigentlich ein bisschen dumm. Oder, was wir ja gerade gelesen haben mit dem Jungen, vielleicht ist es ja derjenige welche, den wir interviewen können. Wird wahrscheinlich da unten sein, deswegen gucke ich mich hier oben mal um. Oh, warte mal. Ich höre was.
Hä? Ich hab doch hier gerade. Wo denn? Ah! Ah, guck mal einer an. Naja, also den Weg braucht er mir jetzt eigentlich nicht unbedingt zeigen, weil ich weiß, dass es hier runter geht. Ja. Okay, da ist zugenagelt. Die Hütte kennen wir übrigens auch schon. Okay, gut. Ja, ich brauche euch. Ich hab's verstanden. Hä? Ja, da drüben hin. Ja, und dann da runter. Okay, okay. Aber ich gucke jetzt nochmal. Ob ich hier noch irgendwas sehe? Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch irgendein Viech kommt. Wäre sonst langweilig, wenn nicht. Ein Raum mit Trophäen. Ein Foto davon würde Helen sicher gefallen. Helen? Wer ist Helen? Ich weiß, wir können hier auch übelst viele Fotos und so sammeln, aber... Ja, weiß nicht. So wird er also zum Tiger. Die Schlagzeile wird Helen gefallen. Gut, jetzt weiß ich wieder, wer Helen ist. Das ist die Alte vom... Vom Chronicle. Räuberbande von Tiger verjagt. Beeindruckend. Herumtreiber ja. Nachts auf der Flucht vor dem Tiger gesehen. Der Kerl weiß, wie man es in die Schlagzeilen schafft. Okay, jetzt muss ich ihn bloß noch interviewen. Hä? Ich bin hier runter? Soll das jetzt bloß das Gebrülle sein? Ich weiß, bin ich jetzt schon fertig hier? Warte mal. Das kann ich mir eigentlich kaum denken. Nee, ich muss den ja noch interviewen, ne? Das Tigerbrüll kam von oben. Das kann nur Michael Rawlinson sein, der versucht mich vorzujagen. Ich muss ihn finden. Okay, die Story. Okay. Wir gehen wieder hoch. Wenn er das möchte. Gut. Weil ich bin mir bei solchen Aufgängen nicht sicher, ob er das wirklich schafft. Hochzugehen. Er ist noch weiter oben, oder? Warte mal. Nee, weil ich habe gerade eine Tür gehört gehabt und ich möchte sagen, wir hatten hier im Haus doch eine Tür gehabt, wo wir nicht hoch, wo wir nicht rein konnten. Vielleicht können wir jetzt rein, weil er sich da versteckt hält. Typ. Hallo? Ja, hallo? Hä, willst du mich... Ich kann nur hier aus hoch. Aber... Hallo? Oh, Spiel. Ja, ich meine, das sieht für mich auch eh schon so aus, als ob ich da gar nicht rankomme. Was ist denn das jetzt? Eine Treppe gab es hier auch nicht, ne? Wo ich jetzt noch irgendwie von der anderen Seite aus hoch kann. Kann ich hier vielleicht irgendwie durch? Weil das sieht so aus, als ob ich hier vielleicht... Nee. Ich würde ja gern weiter hoch. Problem ist bloß, hier bin... Hier bin ich runtergesprungen. Na, hier vielleicht? Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich das Geklacker hören, was auch wahrscheinlich ein bisschen nervig ist, aber... Ich komme hier nicht hoch. Ich meine, ich muss hier runter, um in dem Fall weiterzukommen, aber er kommt einfach nicht mehr hoch. Was ist denn das? Hä? Willst du mich verarschen? Oh, Spiel, ey, ernsthaft. Kann ich hier vielleicht durch jetzt, wenn ich das kaputt mache? Gut. Ich wollte mich gerade anfangen aufzuregen, ey. Weil das wäre echt scheiße gewesen. Die Tür gibt nicht nach. Es musste bloß eine stärkere Waffe sein. Die Tür gibt nicht nach. Hä? Ja, ich weiß. Ach so. Gut, hier waren wir ja schon. Sie können ja ganz schön brüllen, mein Freund. Beeindruckend. Wer sind Sie?
Raus hier, sonst rufe ich die Polizei. Ich heiße Reed und ermittle wegen des Tigers. Ich denke, wir sollten reden. Warum glauben Sie, dass ich etwas weiß? Ich war in Ihrem Versteck, Michael. Keine Sorge. Die Leute, für die ich arbeite, sind Ihnen nicht feindlich gesinnt. Kauil sei Dank. Aber was wollen Sie dann überhaupt? Wie lange geht das schon so? Ich fing damit an, kurz nachdem der Tiger ausgebüxt war. Die Mutter meiner Freundin wollte nicht, dass wir uns sehen. Und dann brüllte ich vor ihrem Fenster, um ihr Angst einzujagen. Das Brüllen mag durchaus Sinn machen, wenn man jemandem einen Streich spielen will. Aber wie sind Sie darauf gekommen, damit Verbrecher zu verjagen? Im Hinterhof stürzten sich Räuber auf jemanden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, außer zu brüllen. Sie rannten davon wie Kinder. Und da war mir klar, was ich von nun an tun werde. Dass das Brüllen seine Wirkung nicht verfehlt, kann ich nachvollziehen. Aber die Lumpen und die Maske, wirkt das nicht ein bisschen lächerlich? Sie verstehen das nicht. Wenn ich so angezogen bin, kenne ich keine Furcht. Dann bin ich der Tiger, der leibhaftige Schrecken. Und mein Gebrüll ist der Ruf des Todes. Werden Sie diese Scharade fortsetzen? Mein ganzes Leben lang hatte ich Angst vor dieser Stadt. Doch jetzt kann ich mich ihr stellen. Der Tiger gibt mir Stärke und meinem Leben einen Sinn. Danke, dass Sie so offen über alles geredet haben. Hey, Moment mal. Sie behalten das doch für sich, oder? Kein Wort zur Polizei. Von der Polizei werde ich nicht bezahlt. Keine Sorge. Coolio. Und jetzt haben wir auch alles. Aber auch bloß alle Schlüsselhinweisen nicht. Oder ist jetzt grün? Es ist nicht grün. Ich habe also irgendwas noch übersehen, aber... Ja, komm. Ich werde weiterkämpfen. Jo, mach das. Ich habe aber auch alles, was ich brauche. Keine Ahnung, was ich jetzt noch übersehen haben soll. Wir gehen einfach. Wäre nicht das erste. Aber ich wollte zwar bei den anderen Sachen jetzt auch nochmal gucken. Das waren da, glaube ich, zwei. Wo es jetzt auch nicht grün war. Aber, ja, um ehrlich zu sein, ich hatte ja die Markierung entfernt gehabt. Und dadurch, dass ich den Fall abgeschlossen habe, stehen die mir halt nicht mehr zur Verfügung. Und ich weiß halt auch nicht mehr ganz genau, wo die Orte waren. Deswegen ist das, ja, ein bisschen doof. Dann habe ich wahrscheinlich so zwei, drei Dokumente im Spiel nicht gefunden. Also zumindest bei den Stories nicht. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr finden. Aber dadurch, dass ich da bei dem Spiel jetzt nicht unbedingt so die Ambition habe, das komplett durchzujuchteln, also heißt im Endeffekt auf Platin zu spielen hier, ja, ist das auch nicht so weiter schlimm. Denn bei den meisten Spielen ist es eigentlich so, dass ich eh nicht davon ausgehe, dass das so gut ist, sage ich mal. Ich klemme mich da wirklich bloß bei Sachen hinter, die halt extrem Spaß machen oder extrem interessant sind, sowas, wo ich halt noch mehr erfahren will. Das komplett auf Platin zu spielen. Das Einzige, wo ich es nicht gemacht habe, wo ich es eigentlich vorhatte, war, glaube ich, Detroit Become Human. Was trotzdem noch ein extrem geiles Spiel ist und für mich immer noch das beste 2018. Aber dadurch, dass man mehrere Durchläufe braucht, um wirklich komplett alle Dinge aufzudecken, auch die kleinen Sachen, die wollte ich halt auch machen. Du spielst halt immer wieder und immer wieder und immer wieder dasselbe. Und hast halt auch null Abwechslung dabei. Also, du kannst es auch nicht, was ich halt ein bisschen schade finde da, du kannst halt die Gespräche und sowas auch nicht überspringen oder schneller machen. Wäre schön, wenn sie es so eingebaut hätten, dass man, dass man wenigstens die Sequenzen irgendwie verschnellern kann oder überspringen kann, dann hätte der Wiederspielwert oder würde der Wiederspielwert wesentlich besser funktionieren, zumindest bei dem Spiel. Und da habe ich es dann halt dann auch irgendwann gelassen, weil es war dann irgendwann so, ach, immer wieder und immer wieder und, ne, deswegen. So, aber mal gucken, ob wir jetzt hier abschließen können schon mit dem Ding. Ich habe da etwas über den Tiger, das Ihnen gefallen wird. Ich bin ganz Ohr. Die Wahrheit ist, dass es gar keinen Tiger gibt. Ein Mann macht das Gebrüll eines Tigers nach, um Kriminelle zu verjagen. Der Tiger ist in Wahrheit ein Mensch? Wie langweilig. Würde ich nicht sagen. Er trägt eine Maske und hüllt sich in Lumpen. Außerdem hat er ein Versteck und sammelt dort Trophäen von Kriminellen. Ist doch eine gute Story. Vielleicht. Aber wenn die Sache ans Licht kommt, machen die Halunken hier wieder, was sie wollen. Wir müssen vorsichtig sein.
Ja, vielleicht. Was, wenn wir schreiben, dass er den Tiger gezähmt hat? Eine Freundschaft zwischen Mensch und Bestie. Ja, das gefällt mir. Ein bisschen Gefühlsduselei steckt auch mit drin. Klingt fast wie ein Märchen. Die Leser werden den Artikel förmlich verschlingen. Schön. Weil es so gar nicht so schwer. Ich habe ein bisschen Befürchtung gehabt, dass ich es auch immer verkacken könnte. Aber geht's jetzt mit der nächsten schon weiter? Weil wir haben doch schon gute Arbeit geleistet, oder? Gibt es etwas, das ich recherchieren soll? Kennen Sie das Old Golem? Ein tschechisches Restaurant. Ich glaube, es braucht einen neuen Namen. Der Golem, den Sie in der Halle gehabt haben, ist weggelaufen. Weggelaufen? Weggelaufen, gestohlen, wer weiß das schon. Aber weggelaufen klingt als Schlagzeile besser. Die Leute in Oakmont wollen so etwas lesen. Ein Kunstwerk aus Lehm und die Aussicht auf eine leckere Mahlzeit. Was will man mehr? Wo soll ich mit meinen Nachforschungen beginnen? Der Redakteur kennt die Details. Der Redakteur, ja. Und Herz aus Stein, war da kurz. Okay, das Ding hieß zwar im englischen Original, warte. Blood from a Stone, aber naja, gut. Oder ich hab's, ja doch, es stand glaube ich Blood from a Stone. Und nicht Heart, aber egal, das ist ja egal. Wie gesagt, ist auf jeden Fall unsere wirklich letzte Nebenmission. Und der gute Mann hat wieder die Infos. Moin. So, das Geheimnis des Old Golem. Das Old Golem an der Ecke Bullock Street und Lockwood Lane an der Grenze zwischen... Blablabla, ist wegen der vielseitigen Speiseplans, besonderen Ambiente und jahrzehntelangen Mangels an Konkurrenz ein vielbesuchtes Restaurant. In den ärmeren Teilen der Bevölkerung hält sich hartnäckig das Gerücht, dass in der Golem-Statue, der das Restaurant seinen Namen zu verdanken hat, das Vermögen der Familie Bartos versteckt ist. Ein Goldschatz. Wie Clement Bartos, der Besitzer des Restaurants, stets betonte, handelt es sich dabei lediglich um ein Gerücht. Zudem beklagt er immer wieder die Schäden an der Statue durch neugierige Besucher. Ja, und jetzt wurde so gezockt. Alles klar. Ist jetzt hier auch grün? Jetzt ist hier auch grün. Nicer Scheiß. Schön. Verlaufe ich mich wieder oder komme ich gleich raus? Nee, diesmal komme ich gleich raus. Auch nicht schlecht. Also es scheint gut zu laufen. So, Fallmoppe. Halt. Herz und Stein. Oh, jetzt 2 Fundorte. Aufzeichnung über Drillinge? Das war noch beim letzten, oder? Ich war auch im Falschen. Entschuldigung. So, setzen wir das Ding mal auf die Karte. Grenze Old Grove und Reed Heights. Old Grove und Reed Heights. Ach schön, wir haben ja gleich einen Schnellreisepunkt. Lockwood Lane. An der Ecke Bullock Street und Lockwood Lane, Bullock Street. Lombard. Wo ist denn jetzt hier Lockwood? Ach hier. Ach, das ist ja gleich. Ach gut, da brauche ich ja nicht mal. Da brauche ich ja nicht mal ein Dings hinsetzen. Das sieht man ja eh gleich. Oder wenn wir da angekommen sind, sind wir da eh gleich an der Ecke. Das ist schön. Und vielleicht kriege ich ja dann... Ja, ich weiß, vielleicht nervt es euch, aber ich sammle halt gern Trophäen, wenn es geht. Vielleicht kriegen wir ja dann eine Trophäe, wenn wir die letzte Mission auch noch oder Lebensmission auch noch gemacht haben. Finde ich zwar persönlich ein bisschen fies gegenüber die das DLC nicht haben, weil dann wirst du gezwungen, das DLC zu kaufen, wer jetzt zum Beispiel die Trophäe haben möchte. Aber ja... Im Endeffekt kann es mir... Warte mal, wo waren das hier oben, ne? Im Endeffekt kann es mir eigentlich auch egal sein, weil ich habe eh das Vorbesteller-Ding genommen, ne? Deswegen... Ja. Mache ich zwar sehr selten, das hat hier auch einen Grund gehabt, und zwar war das eigentlich bloß dieses 2 Tage vorher. Ja, weil als Mini-Let's Player, sag ich mal, hat man immer die Hoffnung, dass man vielleicht dann genau das Spiel trifft. Ja, was einen vielleicht ein bisschen auch bekannter macht. Jetzt nicht wegen Kohlesachen oder so. Ich meine, ob ich damit überhaupt jemals Geld verdiene, glaube ich zwar eher nicht. Aber dass man zumindest auch ein paar mehr Leute unterhalten kann. Ich meine, ich freue mich trotzdem über die 5, 6, die immer gucken. Ne? Schöne Grüße an euch auf jeden Fall an der Stelle. Aber ja, für mich halt persönlich wäre es halt auch schöner, wenn vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn ich halt ein bisschen mehr unterhalten könnte oder irgendwie Ruhe geben oder irgendwas zum Einschlafen oder so, das kann man, das ist glaube ich auch ganz gut möglich bei meinen Let's Plays. Ja, was auch immer. Hauptsache irgendwas bringen. So, warte mal kurz, ich meine, ich habe das jetzt zwar nicht markiert, aber was stand denn hier? Äh,
An der Grenze, dann. Warte mal. Das muss doch ein Restaurant sein, ne? Okay, so viel dazu. Komm mal rein in die gute Stube. Moin. Nicht anfassen. Legen Sie das zurück. Nicht anfassen. Legen Sie das zurück. Scheiße. Wäre schön, hätte ich das jetzt. Ach, da ist er. Warte. Nicht anfassen. Legen Sie das zurück. Ich hab's nicht mal in der Hand gehabt, Typ. Was willst du? Wer bist du? Ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Wir haben wegen laufender Polizeiermittlungen geschlossen. Mr. Bartosch ist geschäftlich unterwegs. Charles Reed, Privatdetektiv. Ich ermittle in so... Interessiert mich nicht. Erst unser Tafelsilber und jetzt der Golem. Wenn Sie irgendwas anrühren, rufe ich die Polizei. Sie sind ein Gauner, ein Herumtreiber. Wegen Strolchen wie Ihnen haben wir hier den Salat. Netter Typ auf jeden Fall. Aber er lässt mich hier trotzdem rumlatschen. Dass wir Privatdetektiv sind, juckt ihn gar nicht. Und dass wir ihm vielleicht helfen wollen. Aber warum denn auch? Ja, da ist die Tür. Das schießen wir gleich auf. Erstmal lüten. Und erstmal gucken, was hier im Lager los ist. Was haben wir, was zu futtern hier? Jo, dann machen wir uns doch ein 1A Schweinebraten draus. Obwohl, nee, nicht unbedingt Schweinebraten. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Das können wir noch machen. Spanferkel. Ich habe schon ewig kein Spanferkel mehr gegessen. Das könnte man eigentlich machen, oder? Ich hoffe, er wird nicht gleich pumpig, wenn ich hier mal aus Versehen was ausschieße. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, weil ich habe jetzt diese alte 30er-Jahre-Mucke, sag ich mal, gehört. Mich hätte es jetzt noch nicht gewundert, hier auf einmal irgendwas von Clansman auch zu finden, weil wir hatten zwar gerade eine Mission damit, aber hätte auch sein können, dass hier irgendeine Verbindung drin ist. Oh. Die Tür gibt nicht nach. Hey, ich war doch jetzt aber richtig, oder? Also, meine Schatten haben mich doch hier hingeschickt. Nee, hier ist noch... Hä? Jetzt waren aber gerade noch die Hände da. Oh. Alter, komm mal wieder runter, Junge. Neuer Tag, neues Silber. Okay, will dir mir echt... Ach so, das sind ja bloß die kleinen Viecher, Mann. Hallo. Also so wie... Warum sind die jetzt grün? Weil wir zum Ende zugehen, kann das sein? Aber will der Typ mir jetzt ernsthaft erzählen, dass er das Tafelsilber geklaut hat und jetzt so tut, als ob? Alter, komm. Das Ding ist, eigentlich müsste ich das nicht mal machen. Weil was sollen wir jetzt noch mit den Erfahrungspunkten? Davon haben wir genug. Ich dachte, das wäre ein kleiner weißer Punkt, wo wir mit interagieren können. So, Kollege, jetzt erzähl uns mal, was du bitte mit dem Tafelsilber gemacht hast, ja? Was denken Sie, wird Mr. Bartosch tun, wenn er erfährt, dass Sie sein Tafelsilber gestohlen haben? Wird er Sie feuern oder gar Schlimmeres? Sir? Neuer Tag, neues Silber. Woher wissen Sie das? Ich werde nicht dafür bezahlt, den Dummen zu spielen. Aber falls Sie kooperieren, werde ich genau das tun. Natürlich. Ach, und falls Sie wegen mir Unannehmlichkeiten hatten, bitte ich das zu entschuldigen. Mir ist aufgefallen, dass das Old Golem seinen Golem nicht mehr hat. Kann es sein, dass Sie es nicht nur auf Silber abgesehen hatten, sondern auch auf Lehm? Nein, das stimmt nicht. Hier wurde eingebrochen. Sehen Sie selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Sir.